Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Demolish and Bile 2018. Jo, wir haben hier eine alte Brücke gehabt, die haben wir komplett abgerissen. Jetzt ist hier alles weg. Platz, um hier eine neue zu bauen. Hier bei diesem wunderschönen Schloss hier. Zumindest was davon übrig geblieben ist. Ja, und wir haben eine sehr gute Belohnung bekommen, über 6000 Dollar. Letzte Folge haben wir hier diesen Bagger gekauft mit Presslufthammer. Den brauchen wir hier gleich für die ersten Missionen. Und jetzt wollte ich erstmal, bevor wir hier weitermachen, zum Flughafen, dass wir hier einmal zurückfliegen nach Gold Valley. Nicht mit dem Hammer. Ja, weil wir sind ja jetzt in der anderen Stadt und bei der Goldmine, da sammelt sich so langsam Golderz an. Da wollte ich jetzt einmal kurz gucken, genauso was unsere Grundstücke machen. Nicht, dass wir sie auch mal warten müssen oder so. So, Goldmine. Also wir sollen nicht vergessen, regelmäßig das Erz mit dem LKW zu sammeln und auf dem Markt zu verkaufen. Wir können auch einen Arbeiter zuweisen, dann brauchen wir hier nicht immer hin. Können wir mal gucken. Der Verkaufspreis für Ressourcen 1800, der Mietpreis für den Arbeiter. Ja, würde so gehen. Aber das erste Mal machen wir selber, würde ich sagen. So, jetzt hier. Warum ist das Holzhaus jetzt rot? Rot umrandet. Was soll das jetzt heißen? Nein, da wollte ich nicht hin. Da war die Goldmine, da wollte ich hin. Oh, der LKW steht hier. So, jetzt haben wir hier ein Häufchen bei unserem Holzhaus. Okay, muss man das verstehen jetzt? Erz verkaufen. Einige Grundstücke generieren Erz. Lade das Erz auf den LKW und fahre zum Geschäft, um es zu verkaufen. Okay, hier sieht man dann die Muldenkipper und den Bagger. Also nicht den LKW. So, den fahren wir erstmal ein Stück weg hier. So, den parken wir mal hier auf dem Gehweg. Dann fahren wir jetzt erstmal hier mit dem Muldenkipper hin. Den haben wir ja schon hier in dieser Stadt. Bin ich mal gespannt, was die hier so generieren. Und was wir da für Einnahmen haben. So. Und zum Schluss der Bagger. Die Einnahmen laufen, das ist gut. Also je mehr Grundstücke man hat, desto mehr Einnahmen haben wir hier. So, auch hier müssen wir erstmal die Schaufel wieder dran machen. So, wir haben eine Kralle. So, brauchen wir den Tieflöffel hier zum Graben. Oder reicht die Kralle? Mal gucken. Keine Ahnung.
So, wir fahren mal ein Stück näher ran hier. Oh, nicht so nah. Tja, wie man sieht. Wie man sieht, lädt er hier nichts ein. Ja, schade eigentlich. Oh, das ist ja wieder sehr, sehr blöd hier. So, das heißt, wir müssen tatsächlich noch ein neues Werkzeug kaufen. Oder? Oder müssen wir hier was ganz anderes machen? So, ich habe hier, ja, Handsymbol. Ach ne, das ist nur für den Bagger. Ja, schade eigentlich. So, jetzt verkaufen hatten wir ja schon. Ja. Ja, das scheint wirklich eine andere Schaufel zu sein. Ja, dann kaufen wir uns doch mal den Tieflöffel. 4000 Dollar. So, das Ranking sinkt wieder ein kleines bisschen. Ist irgendein Grundstück? Ja, die kleine Goldmine. Fertige Ressourcen 10 von 10. Also wird höchste Zeit, dass wir da jetzt baggern. So. Tieflöffel, den haben wir jetzt. So. So, mal sehen, ob er jetzt... ob wir da jetzt was abtragen können. So, wie können wir den jetzt... Ups, also, boah. Können wir da überhaupt hin? Das war's schon, okay. Muss man auch erstmal zielen üben hier. Mit der Steuerung, ey. Echt mal erstmal zurechtkommen, ja? Aber warum man die Schaufel jetzt denn nicht ja, weiter in die Richtung? Also hier ist Feierabend, man kann wirklich nur bis hier. Wie soll man denn hier so hochkommen, ey? Normalerweise müsste der ganze Sand da hier rausquillen.
So, 47% ist der Muldenkipper voll. So, 62%. Irgendwie ganz merkwürdig hier. So, 77%. Oh, jetzt müssen wir erstmal ein Stück zurückfahren hier. Hallo? Na super, jetzt schmeißen wir den Sand Tatsache wieder raus. Ist wieder das, was ich befürchtet hatte. Man kann die Kralle wirklich nicht weit genug zurückfahren. Oder ich stelle mich einfach nur zu blöd an, kann natürlich auch sein. Jetzt habe ich doch gerade den ganzen hier hingeschüttet. Alter, wie kann man den hier höher heben, ohne dass die hier wieder sich ausschüttet? Das kann ja nicht wahr sein. So, vielleicht mal von der anderen Seite probieren. So, weiter hoch geht nicht, so weiter rüber. Oder haben wir nur die falsche Maschine? Ja, quasi durch den Anhänger ein bisschen durch, ey. Scheiß auf Kratzer hier. So, 93%, jetzt aber. So, oh, was für ein Aufwand hier. Gar nicht so einfach hier, die Bedienung vom Bagger hier. So, dann verkaufen wir jetzt mal. Wissen wir überhaupt schon, wo das Ganze ist? Das ist die Frage hier. So, Details zum Grundstück. Was soll das? So, wir müssen jetzt einmal gucken, wo können wir verkaufen? War das sogar hier beim Schrotthändler?
glaube ja, so ein Maschine- und Werkzeugladen. Hier sind noch einige, die wir noch nicht erforscht haben. Aber ich glaube, das war hier bei Gold Valley Scraps hier. Ja, fahren wir mal kurz hin. Der erste Golderzverkauf. So, wir gucken nochmal. Altmetallgeschäft, das war ja Schrott. Und. Ach nee, Goldnuggets war hier, glaube ich, nur. Genau. Nee, also müssen wir das Erz woanders verkaufen. Wo war das denn? Wissen wir das überhaupt schon? So, bewachter Parkplatz, Toilette, Saloon, Goldmine. So. So, Bauholz, Gold Valley, Werkzeugladen, Maschinenladen, Tankstelle. Also entweder ist das noch ein Fragezeichen, wo wir noch hin müssen, oder ich bin jetzt zu doof. So, was ist denn hier? Fahren wir mal hier hin. Klappern wir mal die ganzen Fragezeichen hier hinten noch ab, hier, die fehlen. Ding hier. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon mal irgendwie gesagt bekommen haben. So, wir fahren einmal hier, dass wir die Tankstelle entdecken. Das war die Tankstelle. Dann fahren wir jetzt hier weiter. 1200 Meter, jawoll. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, wir fangen erstmal hier zur Tankstelle, damit wir die entdecken. Schon ein paar Mal vorbeigefahren. So, hallo, würde mal entdecken hier. Jetzt, also man muss direkt vorm Laden hier, vor die Haustür. Das ist auch manchmal ein bisschen merkwürdig. So, was haben wir jetzt hier?
Hier ist doch irgendwas. Ach, dann, ach nee, das ist Holzhaus 2. Schade eigentlich. Hier ist Holzhaus Nummer 2. Ja, für 3000 Dollar können wir das nächste Holzhaus. Och Mann, ist das blöd. Wo? Also ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern, wo es hieß, wo man verkaufen kann. Das Erz. So ein Mist hier. So, fangen wir hier nochmal hin. Machen wir wirklich jetzt eine Riesenrunde. Oh, ist ja echt blöd hier. Heute nur mal schnell das Golderz einsammeln hier in Gold Valley. Oh, war da falsch rum. Aber machen wir jetzt zum ersten Mal und wenn man es halt noch nicht weiß. So, dafür kürzen wir jetzt hier ein bisschen ab. So, wir brauchen einen Käufer für unseren Erz. So, hier haben wir noch eine Tankstelle. Wahrscheinlich müssen wir hier wieder direkt vom Laden fahren. Ja, Tankstelle entdeckt. So, jetzt aber. So, ein Fragezeichen war ja hier noch. Das muss aber jetzt irgendwie hier links rum sein. So, was haben wir jetzt hier? Erz verkaufen, jawoll. Oder ist es jetzt nur ein Gebäude, was jetzt Erz generiert? Nee, hier können wir wohl verkaufen. Jetzt haben wir es doch. Oh. Ich habe schon gedacht, kann ja nicht angehen. Nee, Tatsache, hier können wir verkaufen. Oh, Glück gehabt. So, gucken wir doch mal. Doch, 2400 Dollar für 12 Tonnen. So, also hier können wir verkaufen. Dann wissen wir jetzt schon mal Bescheid und ja, das hat jetzt wieder länger gedauert, als ich gedacht hatte. Gerade das Aufladen mit dem Bagger ist doch ziemlich kompliziert. Weil man mit der Schaufel kommt man hier irgendwie nicht so hoch. Also,
ne, dann verliert man wieder die Hälfte. Irgendwie ein bisschen merkwürdig. Vielleicht stelle ich mich auch nur ein bisschen dumm an, keine Ahnung. Ja, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Aber dann wieder zurück in Dorfenberg. Und ja, würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest und weiter dran bleibst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.